Hi. Weil ich jetzt mehrmals von euch gefragt wurde, wollte ich heute mal über ein Projekt meines Kanals sprechen, wozu in letzter Zeit ja weniger Videos gekommen sind und davor eigentlich relativ viele. Man sieht es bestimmt schon im Titel. Nämlich dieses Studio hier. Und ich wurde immer wieder gefragt, Timon, was ist jetzt eigentlich mit dem Studio? Geht's da weiter? Machst du noch was anderes als einen Schreibtisch reinstellen? Und darüber wollte ich in diesem Video heute mal ein bisschen mit euch reden, damit ihr mal ein bisschen wisst, was hier Sache ist. Denn wie ihr seht, seht ihr im Hintergrund bisher nicht viel. Und das liegt besonders an zwei Gründen. Zum einen, weil ich mich erstmal voll auf den Schreibtisch konzentriert habe. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan, das habt ihr noch nicht gesehen. Das war jetzt aber nicht so mega viel, dass ich gesagt habe, okay, ich mache ein eigenes Video dazu. Es wird aber auf jeden Fall kommen, dann werdet ihr das Ganze nochmal fertig sehen. Es ging mir aber jetzt vor allen Dingen darum, mein ganzes Setup erstmal fertig zu bekommen. Und dafür musste ich halt erstmal das ganze Equipment zusammen besorgen, damit ich die Lampen da anbringen kann und die Kamera und alles. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, okay, an diesem Schreibtisch kann ich jetzt endlich meine Videos aufnehmen. Das bringt mich nämlich zu Punkt 2 der ganzen Sache. Ich wollte ja erstmal Videos für euch machen. Natürlich sind die ganzen Studio-Vlogs auch Teil meines Kanals. Aber ich kann halt nicht jeden Tag einen Vlog über das Studio bringen, wenn gar nichts gemacht wird. Deshalb will ich entweder Vlogs machen, wo was Cooles gezeigt wird. Oder ich mache ein anderes Video hier von meinem Schreibtisch. Oder sonst wo in der Weltgeschichte. Und die beiden Sachen haben dazu geführt, dass erstmal keine Vlogs aus dem Studio mehr gekommen sind. Und es fuckt mich ziemlich ab, dass ich immer noch keine Couch habe. Worum ich mich aber nicht kümmern kann, weil ich erstmal Videos mache und auch meinen ganzen anderen Kram nebenbei machen muss. Und ich war in der Vergangenheit jetzt ein paar Mal weg, dann kommt die Gamescom. Und dennoch hat sich hier auf jeden Fall was getan. Man hat es in manchen Videos schon so halb gesehen. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Fernseher hier drin. Und ich habe auch schon was für mein Gaming-Setup. Aber das möchte ich halt noch nicht einrichten, weil ich halt noch kein Sofa habe, wo ich drauf sitzen kann. Ich hoffe, einige erkennen hier mein Problem. Und ich habe auch noch was anderes in der Zeit besorgt. Man sieht es übrigens aus, steht da im Hintergrund. Ich kann ja mal so einen Sneak Peek jetzt zeigen. Manche können sich auf jeden Fall schon denken, was es ist. Vielleicht etwa eine neue Comic-Tapete? Mit anderem Motiv als vorher? Aber ich weiß auch immer noch nicht genau, wo ich die hinhängen soll. Ich habe auch noch Wandregale hier, die ich aber auch noch nicht angebracht habe, weil ich erstmal das Sofa drin haben wollte. Das heißt, eigentlich müsste ich mich erstmal darum kümmern. Ging aber schlecht, weil viel zu tun. Ich hoffe also, dass ich das jetzt im Laufe der nächsten Zeit hinbekommen werde. Obwohl jetzt erstmal die Gamescom kommt und ich da wieder eine Woche nicht da bin. Trotzdem wird auf jeden Fall noch was anderes passieren, nämlich da hinten in der Ecke in den nächsten Tagen. Es wird also auf jeden Fall hier weitergehen. Das ist jetzt nicht das Ende, wenn alle Wände noch weiß sind. Es werden noch Regale kommen, es werden noch Bilder kommen, es wird noch richtig geiler Scheiß kommen, den ich übrigens noch bestellen muss, fällt mir gerade ein. Es ist aber gerade erstmal so eine Übergangszeit, wo erstmal Routine wieder reinkommen muss. Und Routine ist was ganz Wichtiges, wenn man täglich Videos macht. Es wird aber weitergehen. Seid auf jeden Fall sicher, ob ihr wollt oder nicht. Und ich freue mich schon darauf, das Studio so zu sehen, wie es in meinem inneren Auge aktuell aussieht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen, dass jetzt weniger Studio-Vlogs kamen, wird sich auf jeden Fall wieder ändern. Wenn ihr eine Idee habt, wo die Tapete hinkommen soll, schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich glaube, die ist aber nicht ganz so breit wie die alte. Das war's von dem kleinen Update zum Studio aktuell. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Das war's von mir. Morgen gibt's ein weiteres Video auf diesem Kanal. Macht's gut. Tschüss.